Der namenlose Held ist neuerdings Schlösserknackermeister und will lange Finger in der Burg machen. Und dann laufe ich mit dir mal in die Burg. Das dürfen wir ja. Das erregt keinen Verdacht. Und dann bin ich mal gespannt, wie gut das jetzt klappt mit dem Schlossknacken. Und ich bin ein bisschen überrascht, dass weder Fisk noch Dexter frische Dietriche hatten. Das ist ein bisschen verwunderlich. Und hier fliegen die Hämmer. Also, Burg. Wo fange ich denn am besten an? Am besten hier in diesen ganzen Gardistenunterkünften, richtig? Ich denke schon. Da gibt es noch musikalische Untermalung. Oh, hier. Erzbrocken 1, 2 und 3 an der Zahl. Und ich speichere mal. Das Gebäude hier mit dem Erz, Bunker und Gomez, das lasse ich mal noch unangetastet. Hier geht es jetzt mal los. Türchen. Wer ist hier? Da kochen welche. Ich kenne dich noch gar nicht. Balam. Hey du. Für Gomez. Für Gomez. Nix zu tun, nix zu sagen. Wer bist du hier? Der zweite Kesselrührer? Ach, du bist Omid. Dich kenne ich ja. Stimmt's? Hey du. Oder seid ihr die beiden aus der Küche? Für Gomez. Für Gomez. Also aus Gomez Küche. Ihr seid die beiden aus Gollums Küche. Aus Gomez Küche. Oh, Gollums Küche. Oh, ja. Ja gut, das ist aber nicht schlimm, weil hier gibt es sowieso nicht viel zu klauen. Eigentlich gar nichts. Gut, dann will ich euch mal nicht stören. Hoppala. Hier oben war ich auch noch nicht. Was finde ich da? Steht hier eine Truhe rum mit Munition? Das wäre nicht ganz unerwartet, aber nein. Okay, dann da halt nicht. Das Türchen hätte ich hier. Hier geht's mal rauf. Links rum in den Turm kommt man gar nicht rein, oder was? Hier in den. Ach doch, von oben. Das sind nur diese Holzgänge, ja. Was ist das hier? Ach, das ist diese Ruine, jawohl. Dieser Schießplatz und hier geht's ja zur Musik. Ihr habt es gesehen, da hinten sind die Konvoi-Leute gerade drin. Da sollte man wahrscheinlich eher tagsüber einbrechen. Was ist hier mit? Ah, da steht einer. Der steht und frisst die ganze Zeit Äpfel und Brot und Fleisch und alles Mögliche. Also hier sollte man auch eher tagsüber einbrechen. Jetzt wecke ich hier alle Jungs auf und die motzen mich alle voll. Ist mir scheißegal. Pech gehabt. Hier wird's doch interessanter, oder? Aber auch da steht einer und frisst. Ach, Jungs. Okay, hier muss ich tagsüber rein. Hier runter. Oh. Hier ist keiner, oder? Ja, hier geht's. Überall kauen sie, aber das höre ich durch die Decke. Und hier kann es jetzt mal wirklich losgehen. Also.
Scheiße. Ich finde 50 Bolzen, 10 Fackeln, ein Buch. Aha. Was ist das? Schlacht um Varant, Band 1. Und Essenz der Stärke. Oh. Oh, damit bekomme ich Stärke oder was? Permanent, stimmt das? Ich habe jetzt Stärke 22, da hätte ich Stärke 25. Moment mal. Das werde ich gleich mal benutzen, weil ich habe mich dazu entschlossen, doch niemals Stärke zu trainieren. Jawoll! Stärke 25, schön. Schleichen. So kann das weitergehen, so wird es aber nicht weitergehen. Leider. Erzbrocken, 2 Bier, 3 Fleisch, ein Becher, ein Rasiermesser. Das ist eher eine Butlertruhe. Und 18 Erz, ein Bier, 5 gebratenes Fleisch, ein Becher. Dieses Kaugeräusch ständig. Wer bist denn du? Irgendein Gardist nur. Gut geraten. 22 Erz, 3 Bier, Becher und Rasiermesser. Dann die beiden da. Erz, ein Bier, ein Fleisch, ein Becher, ein Rasiermesser. Ja, also der Dietrich-Verbrauch ist deutlich geringer. Deutlich. Und 19 Erz, 3 Bier, Fleisch und das ist ein Trank, der Lebenskraft erhöht und zwar permanent. Ja, schön. Weg. Und dann noch die letzte Truhe hier und dann habe ich hier alle. Hat sich gelohnt. Nur einen Dietrich habe ich verbraucht. 21 Erz, ein Bier, 3 Fleisch und ein Rasiermesser. Letzter Check, das habe ich alles. Jawohl, hier geht's wieder in den Gang zurück. Wohin geht's hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Mach mal auf. Aha. Schleich mal weiter. Tür. Was ist das? Ist hier jemand? Errege ich ja Verdacht? Nein. Das ist wahrscheinlich einfach nur so ein... Ach, das ist dieser Aufstieg zu dir. Ja, ich glaube, ich weiß, was das ist. Geh mal hoch. Kannst du nicht? Doch, kannst du. Genau, das meinte ich, der Aufstieg hierher. Da oben war, glaube ich, keine Kiste. Und der Typ, der kaut immer noch. Und zwar die ganze Nacht. Klasse. Nee, das muss ich tagsüber machen. Ich schaue mal noch einmal hier hoch. Wer weiß, was da doch noch ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da war nichts. Und das bewahrheitet sich. Ach, jetzt komm schon, Held. Okay, dann runter und nochmal durch in den Gang und dann diese komische Kneipe mir angeschaut. Hier runter. Ah!
nicht abstürzen. Ach komm, die Leiter ist doch so nah. Jetzt greif doch mal zu. Schleichen. Ach ne, hier geht's noch. Hier. Dann da drüben das Türchen aufmachen. Na komm, Held, das ist eine Tür, die kann man öffnen. Ah, dieser Blödmann sitzt immer noch da. Naja, ist mir egal. Ich schaue mich hier mal um. Hier ist keiner außer ihm, der mich nicht sieht, weil er mit dem Rücken zu mir sitzt. Ah, wie ich sowas immer messerscharf erkenne, ne? Da sehe ich aber auch nichts. Der kriegt später eine aufs Maul. Und hier geht's in die Schmiede von Skip. Ich könnte mal eben noch die letzten Schwerter schmieden. Wie viel habe ich denn? Also irgendwie kann ich hier unendlich viele Schwerter schmieden, oder was? Ich habe doch nie und immer so viele Rohlinge gehabt. Wo sind die Rohlinge? Bei verschiedenes, glaube ich. Zwei Klingen. Ich dachte, die sind das, die ich hier verarbeite. Das ist ja komisch. Geht das nochmal? Ja. Wieso kann ich hier so viele Schwerter schleifen? Das ist komisch. Dann höre ich mal damit auf. Das ist ja irgendwie Bug-Using. Oh, hier. Speichern. Das sieht der Typ da hinten nicht. Blindfisch. Ach komm, geh halt näher ran, Mensch. Ich finde 69 Erz, 5 Bier, 3 Fleisch, eine Schüssel und einen Becher. Das ist nicht toll. Aber ich packe natürlich alles ein. Das seid ihr ja nicht anders gewöhnt. Weg. Und dort. Ah, scheiße. Oh je. Puh. 3 Rohstahl und 5 Kurzschwerter. Nochmal checken. Ich habe jetzt Rohstahl 3. Wenn ich jetzt... Wieso kann ich ja so viele Waffen schmieden? Ich habe jetzt schon 7 dieser Schwerter. Das sind schon wieder 350 Erz. Das ist komisch. Nee, ich mache das nicht mehr. Das ist irgendwie verbuggt. Hör mal auf zu schleichen. Das kann er doch vielleicht irgendwie sehen. Hier habe ich alles. Hier hinten ist doch noch irgendein Räumchen. Finger weg, dir zeig ich. Was? Okay. Habt ihr es gehört? Du Rattefinger weg, dir zeig ich's. Speichern. Vielleicht kann ich das doch aufmachen. Du Rattefinger weg, dir zeig ich. Hier braucht man den richtigen Schlüssel für. Das kann man nicht knacken.
Ja, das kann man nicht knacken. Da braucht man bestimmt den Schlüssel von Skip per Taschendiebstahl oder irgend sowas. Was ist denn hier oben? Mal rumdrehen. Ja, da ist nicht mehr viel in der Schmiede. Hier ist nur ein kaputter Turm. Da wird gar nichts sein. Außer irgendeinem Gardisten. Ja, nix. Es geht natürlich auch nicht in den Magierturm rein. Apropos Magierhaus. Wenn hier keiner aufpasst, dann schaue ich mir das mal an. Klauen muss ich ja sowieso noch. Fackeln. Ich glaube, geradeaus ist so ein Alchemielabor. Irgendwie ist mir so. Von der Erinnerung her. Ja, scheint so. Ah, hier gibt es was einzustecken. Nämlich. Hallo? Erhält. Gib's doch mal in den Fokus. Okay, hör auf zu schleichen. Du kannst das nicht in den Fokus nehmen. Was ist denn hier los? Das ging doch gerade. Jetzt. Syrianisches Öl. Laborflasche und Wasser. Hier noch irgendwas? Alchemietisch? Alchemie kann ich nicht. Was ist hier mit? Buchständer? Ja. Das bringt ja nichts. Das ist ja nicht wie, nicht wie in Risen oder in, ich glaube in Gothic 3 war das glaube ich auch so, dass die Buchständer irgendwas machten. Gut, dann mal ins Nachbarräumchen. Diese Musik verwirrt mich gerade. Oben wird wohl was sein. Da wird es wohl auch Truhen geben. Aber ich darf mich ja bloß nicht erwischen lassen. Das wäre echt tödlich hier drin. Da ist sogar ein Bett. Hier sind mehrere Betten. Wo seid denn ihr alle? Da ist Milton. Was hast denn du in deiner Truhe, Milton? Scheiße. Ich finde 4 Essenzen der magischen Energie, 2 Elixiere magischer Energie, einen Wein, 136 Erz. Hat mich jetzt einen Dietrich gekostet, weil ich einmal unaufmerksam war zwischendurch. Geheimnisse der Zauberei, die Gabe der Götter und 5 Laborflaschen. Mhm. Milton, wenn du wüsstest. Zwei Extrakte magischer Energie. 4 Wein, 130 Erzbrocken, elementare Arkanei, machtvolle Kunst. Das schaue ich mir gleich mal alles an. Vielleicht gibt das ja noch irgendwelche Boni. Ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß. Aber erstmal hier mit der Beute und heiler Haut davonkommen.
Okay, so nicht. Drei Extrakte magischer Energie, drei Wein, 135 Erzbrocken, einmal Seraphis, wahre Macht, syrianisches Öl und Essenz des Geistes. Und jetzt hier wieder raus. Die Bücher schaue ich mir erst ganz am Ende an, wenn ich da hier wirklich... Die Diebestruppe Ende. Oh, es ist schon bald wieder morgen. Speichern. Dann hier hoch. Was ist da? Oh, da ist einer. Da sind sie alle. Oh, oh, oh. Ach, deswegen sind die hier oben. Die machen irgendein Ritual und Milton als Novize, der darf gar nicht mitmachen. Dann gibt es da oben aber auch nicht so viel zu klauen. Dann bin ich hiermit eigentlich erstmal durch. Denke ich. Ja, die Sonne ist gleich oben. Jetzt in Gommesburg reinzulaufen ist nicht so eine günstige Idee. Ich werde stattdessen hier mal hinterlaufen. Gibt es hier irgendwas, was sich unbedingt mitzunehmen lohnt? Nö. Dann werde ich mal schauen, ob ich in diesen Erzbunker unten reinkomme. Dann bis mittags schlafen, dann nochmal die Gardistenunterkünfte mir anschauen. Und dann wäre anschließend nur noch hier das Hauptgebäude der Burg mit Gommes drin. Ungeplündert. Hier runter. Oh, hier. Erzbröckchen. Ah! Okay, das kann man auch nicht knacken. Da braucht man auch den Schlüssel für. Na gut. Ich habe noch so ein paar und 30 Dietriche, schätze ich. Ja. Jetzt schaue ich mir mal diese Schriften an. Da, ganz viele. Elementare Arkanei. Elementare Arkanei, Einordnung der Magie in das Gefüge des Irdischen. Viel wurde geforscht über die Magie und ihre Stellung zu den Elementen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Magie als das absolute Element angesehen werden kann. Sie hat die Macht, alle Elemente zu verändern und zu formen und ist ihnen somit augenscheinlich übergestellt. Eine Verbindung von Element und Magie bringt jedes Element in seiner reinsten Form zutage. So gibt es an wenigen Stellen natürliche Vorkommen solcher Verbindungen. Und sie sind gar sehr begehrt. Auch die Fähigkeiten eines Magus, Elemente scheinbar aus dem Nichts zu erschaffen, sind Beweis, dass die magische Kraft das reinste und höchste Gut darstellt, das existiert. Mac? Gab es jetzt gerade irgendeinen Bonus? Ne, ich glaube nicht. Erfahrung vielleicht ein bisschen. Ich habe jetzt 27.980. Jawohl. Geheimnisse der Zauberei. Ja, das gibt jeweils Erfahrung. Okay. Geheimnisse der Zauberei. Dem Markus selbst wohnt wohl keine Magie inne. Er ist vielmehr in der Lage, sich ihrer zu bedienen. Er selbst hat ausschließlich die Fähigkeit, die Magie zu beeinflussen und zu lenken. Der in der hohen Kunst der Magie eingeweihte Adept muss in der Lage sein, seinen Geist als Werkzeug zu benutzen. Sein Geist ist es, der die allumgebende arkane Kraft sammelt, sie formt, bündelt und letztendlich in die uns zugängliche Welt entlässt. Während dieser Zeit höchster Konzentration gelingt es dem Magus, mit seinem Geist unsere Sphäre zu durchdringen und auf die andere Seite zu blicken. Von dort kommt die Kraft. Der Magus selbst ist nur Leiter und Former dieser Kraft. Barthos von Laran. Dann die Gabe der Götter. Die Gabe der Götter. Seit Jahrhunderten versucht man, das Wesen und den Ursprung der Magie zu ergründen. Doch wo soll man suchen? Wie kann man sie beschreiben?
Sie ist die widersprüchlichste Kraft, die wir kennen. Sie kann töten und gleichzeitig heilen. Sie kann formen und zerstören. Wie sieht eine solche Kraft aus? Wo kann man diese unsichtbare und doch so mächtige Kraft finden? Die Magie ist das, was sie ist. Das herrlichste und zugleich mächtigste Geschenk der Götter. Dem Nutzer und Wirker dieser Kraft ist damit auch ein göttliches Geschenk gegeben. Eine heilige Kraft, die nur wenige Auserwählte in der Lage sind zu kontrollieren. Wieder mal Barthos von Laran. Die Wachen sind aufgestanden, augenscheinlich. Was ist das hier? Tagebuchseite. Achso, habe ich schon gelesen. Machtvolle Kunst. Plus 50. Machtvolle Kunst. Ein Werk für den Eingeweihten der arkanen Kunst. Die Fähigkeiten, die göttliche Macht zu kanalisieren, wächst in dem Magier. Anfangs keimt sie nur wie ein kleiner Schössling auf dem Feld. Und man muss ihn pflegen, damit er nicht verkümmert. Doch wenn dieser Schössling erst einmal herangewachsen ist, entfaltet er seine volle Pracht. Er wächst und wird stärker mit jedem Tag. So ergeht es auch dem gelehrigen Magus. Seine anfänglich sehr geringen Kräfte wachsen und gedeihen und entfalten mit der Zeit eine Macht, die in ihrer Vollendung nicht absehbar ist. Diese Macht zu ihrer höchsten Vollendung zu führen, ist die heilige Pflicht eines jeden Magus. Denn dieser Schössling, gesät von den Göttern selbst, ist das größte Geschenk, welches ein Sterblicher empfangen kann. Ah ja. Und schließlich... Nee, noch nicht. Myrtanas Lyrik noch. Was sind das eigentlich? Das habe ich schon mal irgendwann... Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört und gelesen. Das gibt auch keine Erfahrung, aber das hier, Rezepturen Band 1 vielleicht? Das Balsam des Sehens, das habe ich auch schon mal gelesen. Was denn noch? Schlacht um Barant. Das ist neu. Doch Feldherr Robar wählte den Angriff. Er versammelte sein Heer und stieß mit geballter Kraft gegen die schlecht gedeckte rechte Flanke des Feindes vor. Er hielt sich nicht lange mit den Geplänkeln auf, sondern stieß wie ein Schwert in die Seite des feindlichen Heeres und zerschnitt sie wie Papier. Immer weiter trieb er seine Mannen voran, immer weiter Richtung der Grenze von Varant. Er wusste, wenn er diese Schlacht gewinnen wollte, musste es ihm gelingen, das feindliche Heer zu teilen und zu verhindern, dass sich Gelon und Lukor vereinen und ihm den vernichtenden Schlag versetzen. Es musste ihm gelingen, ihren Nachschub zu stören. Dann war ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen. Gelon war tot, seine Armee geschlagen, seine nun führerlosen Mannen auf der Flucht. Doch Robar war gewillt, dem Feind keine Chance zu geben, sich zu sammeln, und befahl sofort den Aufbruch, um den Feind zu vernichten. Lukor indes beschließt, die Gunst der Stunde zu nutzen und König Robars erschöpften Truppen den Todesstoß zu versetzen. Aha, das geht offenbar noch weiter. König Robar, der Schweinehund, was hab ich denn hier noch? Wahre Macht. Auch neu. Wahre Macht, die heilige Pflicht des Kundigen. Es ist seine Macht, die den Magus von den normalen Menschen unterscheidet. Er, ausgestattet mit der Fähigkeit, göttliche Kraft zu beeinflussen, ist ein Wesen, für welches die normalen Grenzen des Sterblichen nicht gelten müssen. Hat der Magus erst einmal einen Grad erreicht, der es ihm ermöglicht, die Grenzen seines Daseins zu sprengen, so kann er sich selbst auf eine Stufe über der des normalen Sterblichen stellen. Er kann Grenzen von Raum und Zeit durchdringen. Selbst das Ende allen Seins, der Tod, ist kein Hindernis auf seinem Weg. Das waren jetzt alle. Speichern. So, wenn ihr Konvoiwachen jetzt wieder hier seid, dann heißt es doch, dass euer Konvoiwachen-Schlafraum oben verweist, ist richtig? Hey du. Für Gomez. Für Gomez. Was machst du hier? Ich kümmere mich darum, dass die alte Mine mit Nachschub aus unserem Lager versorgt wird. Ach ja, ich glaube, ja, dieser Typ, das ist, wenn man sich dem neuen Lager anschließt, kann man hier irgendwie ihn anstiften, loszuziehen mit seinem Konvoi und dann kann man den überfallen lassen. Das ist nichts, was ich jetzt im Moment machen kann. Ich kann aber hier hochklettern. Die Schlafmützen stehen gerade alle auf. Das ist günstig. Upsala. Halt. Komm, ja, danke. Und ich muss hier hoch und dann nochmal rüber, ja. So irgendwie.
Ah, die finden ihren Weg hier nicht. Speichern. Diese beiden Truhen hatte ich schon. Ja. Ach, das war hier alles. Okay, dann bin ich ja doch schon fertig. Und die Mäuse finden ihren Weg nicht. Oh, Stille. Und der findet die Tür nicht. Stimmt's? Ach, der geht da durch. Ach so, ist jetzt hier jeder aufgestanden? Nee, noch nicht. Ah, ist aber gefährlich. Speichern. Und auch das Video ist zu Ende und weiter mit munterem Klauen in der Burg geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.